Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt die Wiener ÖVP-Gemeinderätin Laura Sachslehner. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Frau Sachslehner, es gab viel Aufregung am Wochenende um Siegesfeiern von Anhängern des neuen und alten türkischen Präsidenten Erdogan in Wien Favoriten. Gab es relativ auch wilde Videos, die da im Internet und auf Social Media kursiert sind. Wie kann es sein, dass es, sag ich mal, mitten in Wien zu solchen Szenen kommt? Ja, also die Bilder, die man da aus Favoriten sieht, die sind wirklich verstörend. Es ist tatsächlich ja nicht das erste Mal, dass wir mitbekommen, dass wir es da offensichtlich mit massiven Parallelgesellschaften zu tun haben, in vielen Teilen Wiens, unter anderem eben auch in Favoriten. Und was einen besonders fassungslos macht, sind dann natürlich die Aussagen des Bürgermeisters gestern, der das alles versucht, mal wieder kleinzureden und zu ignorieren und auch vom Stadtrat Wiederkehr. Also das kann einen nur sprachlos zurücklassen und es ist genau diese Realitätsverweigerung der Stadtregierung, die uns diese Probleme auch beschert haben, dass man hier seit Jahren und Jahrzehnten wegsieht und das zulässt. Jetzt ist es so, dass mutmaßlich viele dieser Fans eigentlich Migranten und Türken der zweiten und der dritten Generation waren, also eigentlich österreichische Staatsbürger großteils wohl, wo man denken würde, die sind hier schon längst integriert. Was ist da schiefgelaufen in der Vergangenheit? Wie konnte überhaupt so etwas, Sie haben gesagt, Parallelgesellschaft entstehen? Ja, dass wir in Wien tatsächlich eine massive Integrationskrise haben seit Jahren, ich glaube, das ist leider schon sehr, sehr lange klar. Das sind natürlich, so wie Sie sagen, Fehlentwicklungen nicht nur erst seit kurzem, sondern schon seit Jahrzehnten, wo man in Wien verpasst hat, offensichtlich Menschen ordentlich zu integrieren, beziehungsweise auch verpasst hat, diesen Parallelgesellschaften entgegenzuwirken. Jetzt sehen wir, dass es da nun mal viele Menschen gibt, die sich offensichtlich schwer mit unserem Land, mit unseren Werten identifizieren können, die offensichtlich an einem Nationalismus festhalten, den sie aus ihrem Heimatland importiert haben. Und das ist schon sehr, sehr besorgniserregend und das zeigt, dass wir in Wien wirklich ein Problem haben. Und ich erwarte mir von der Stadtregierung und auch vom zuständigen Stadtrat und vom Bürgermeister, dass man hier natürlich endlich tätig wird. Das ist längstens 5 nach 12, ist höchst überfällig und dass man sich wirklich anschaut, wie man denn diesen Parallelgesellschaften in unserer Stadt entgegenwirken kann. Aber ist das wirklich ein rein Wiener Problem? Ist die ÖVP da nicht auch mitverantwortlich? Immerhin stellt ihre Partei seit Jahren den Integrationsstaatssekretär zuerst, dann Integrationsminister und jetzt die Integrationsministerin Susanne Raab. Integration ist ja zumindest im Bund ÖVP verantwortlich. Nein, es ist natürlich ein Wiener Problem. Also wenn wir sehen, welche Bilder uns da aus Wien erreichen und jetzt ist das natürlich der aktuelle Anlassfall, den wir diese Woche erleben. Aber wir sehen ja, dass wir in Wien eine Integrationskrise haben. Das sehen wir ja de facto jede Woche seit Monaten und seit Jahren. Wir hören regelmäßig von Ausschreitungen in Wien, wir hören regelmäßig von Gewaltvorfällen in Wien, die oft eben genau so einen Hintergrund auch haben, also einen ethnischen Hintergrund haben, wo es um massive Konflikte geht. Und das alles ist schon etwas, was wir tagtäglich in Wien erleben und da halte ich auch nichts davon, wenn die SPÖ sich hinstellt und das alles versucht von sich zu schieben. Braucht es eigentlich immer noch schärfere gesetzliche Regelungen oder würden die aktuellen gesetzlichen Regelungen reichen und man müsste sie nur besser exekutieren, wenn beispielsweise der Wolfsgruß gezeigt wird oder Allahu Akbar gerufen wird? Also ich glaube, man hat auch gesehen, dass die Polizei hier sehr schnell eingeschritten ist und das natürlich dann auch dementsprechend geahndet wird. Das Problem, was da entscheidend ist, natürlich schon das dahinterliegende bzw. die dahinterliegende Ursache, dass es überhaupt solch ein Gedankengut offensichtlich in unserer Stadt gibt, dass es hier Menschen gibt, die in Wien leben und die sich mit solchen Ideologien und solchen Größen auch identifizieren. Das ist tatsächlich ein Problem und da muss man auch klar sagen, dass die Stadt Wien nicht nur endlich die Integrationsversäumnisse der letzten Jahrzehnte aufholen muss, sondern dass wir auch endlich ordentlich darüber diskutieren müssen, wie wir denn die Integrationspolitik in den nächsten Jahren aufstellen. Die SPÖ ist dafür bekannt, dass sie zu hemmungsloser Willkommenspolitik neigen. Wir haben in Wien ein Sozialsystem, das immer weiter Menschen nach Wien lockt. Und genau das sind die Probleme, die man angehen muss, um dafür zu sorgen, dass es nicht noch zu noch größeren Problemen kommt, wie wir es zum Beispiel in anderen europäischen Städten sehen. Das heißt, Sie würden auch die Mindestsicherung, weil Sie das
Sozialsystem angesprochen haben, die Mindestsicherung reduzieren in Wien? Es braucht auf alle Fälle eine längere Wartefrist für die Mindestsicherung und wir sehen ja auch, dass die Wiener Mindestsicherung nach wie vor nicht verfassungskonform umgesetzt wird. Das heißt, Wien zahlt da mehr Mindestsicherung aus als andere Bundesländer und das führt natürlich dazu, dass immer mehr Menschen zu uns kommen. Die FPÖ hat ja zuletzt auch immer wieder gefordert, es sollen nur noch Sachleistungen an Asylwerber ausbezahlt oder übergeben werden. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Na, ich glaube, es wäre wichtig, wenn die SPÖ einmal sich daran setzt, die Mindestsicherung so umzusetzen, wie sie in anderen Bundesländern ausgestaltet ist und eben dafür sorgt, dass Asylwerber auch eine längere Wartefrist haben. Ich glaube, das wären zwei wichtige Schritte in die richtige Richtung. Jetzt hat Karl Nehammer, ÖVP-Chef und Bundeskanzler Erdogan, zum Wahlsieg gratuliert auf Twitter. Ist das richtig? Naja, dass man als Regierungschef, sozusagen auch anderen Regierungschefs zu ihren Wahlerfolgen gratuliert, das ist Usus, das macht man ja bei anderen Staaten ebenfalls so. Das ändert aber nichts daran, dass wir natürlich eine Debatte darüber führen müssen, dass es eben türkischstämmige Menschen hier in Österreich gibt und vor allem in Wien, die sich offensichtlich nicht mit unserer Kultur, mit unseren Werten identifizieren können. Das ändert natürlich nichts an diesem Problem. Sie sind ja eine sicher der Verfechterin in Ihrer Partei für eine härtere Migrationslinie und Politik. Aber ist das mit dem grünen Koalitionspartner, den Sie derzeit im Bund haben, überhaupt möglich? Naja, wir kämpfen seit Volkspartei schon seit vielen Jahren für eine sehr konsequente und harte Linie in Migrationsfragen. Das tun wir ja nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch auf europäischer Ebene, wo sich seit Jahren viel zu wenig bewegt. Und ja, es stimmt, der Koalitionspartner ist da durchaus auch eine Belastung und stellt uns vor viele Herausforderungen. Wir haben eigentlich im Regierungsprogramm mit den Grünen einige Punkte auch zum Thema Migration vereinbart, wo ich der Meinung bin, dass sich auch die Grünen endlich bewegen müssen, um endlich Bewegung in diese Debatten zu bringen, zum Beispiel wenn man über die Auslagerung von Asylverfahren spricht. Aber sehen Sie da in Teilen der Grünen, sage ich mal, Basis und wahrscheinlich auch bei den Regierungsvertretern noch immer Realitätsverweigerung, was dieses Thema angeht? Also bei den Grünen auf alle Fälle. Was besonders absurd ist, ist ja, dass mittlerweile sogar die Ampelkoalition in Deutschland erkannt hat, dass es hier ein Problem gibt, dass wir in Europa in einer massiven Migrationskrise stecken. Also das heißt, sogar die deutschen Kollegen erkennen das und sprechen die Themen zumindest an. Da scheint es auch ein bisschen Bewegung zu geben innerhalb der Ampelkoalition. Und da erwarte ich mir doch auch vom grünen Koalitionspartner hier in Österreich, dass man der Realität endlich ins Auge blickt. Aber war diese Koalition mit den Grünen im Nachhinein ein Fehler? Naja, wenn man zurückblickt, hat es damals nicht wirklich viele andere Möglichkeiten gegeben. Also es hat damals schon berechtigte Gründe gegeben, mit den Grünen in diese Koalition zu gehen. Dass ich aktuell kein Freund der grünen Politik bin, das ist, glaube ich, klar. Ich bin der Meinung, dass diese ideologiegetriebene Verbotspolitik, die die Grünen an den Tag legen, vor allem wenn man sich zum Beispiel die Ministerin Gewessler anschaut, dass das auf alle Fälle ein Hindernis ist und dass das nicht zum Wohle der Bevölkerung in unserem Land beiträgt. Was Sie gerade die Ministerin Gewessler angesprochen haben, es soll jetzt heuer wieder die CO2-Steuer steigen. Und es gibt sogar Pläne aus dem Ministerium, aus dem Klimaschutzministerium, dass sie die CO2-Steuer verdoppeln will. Ist das angesichts der aktuellen Teuerung nicht ein Hohn? Also wir haben von der Frau Gewessler schon einige Pläne aus ihrem Ministerium mitbekommen, die ich tatsächlich nur als Hohn abstempeln kann, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Forderungen zu autofreien Tagen, zu Tempo 100 oder Tempo 90 oder sonstigen Ideen, die die Frau Ministerin hat. Also ich glaube, alles, was die Bevölkerung in der aktuellen Phase zusätzlich belastet bzw. massiv in die Lebensrealität der Menschen eingreift, ist abzulehnen. Das heißt aber, Sie sind auch gegen eine Neuauflage von Schwarz-Grün nach der nächsten Wahl. Ich halte nichts davon, schon vor Wahlen persönliche Befindlichkeiten abzugeben, wie man gerne Koalitionen hätte. Es ist ja zuerst der Wähler am Wort. Und Koalitionen kann man immer nur dann beurteilen, anhand ihrer Arbeit und anhand dessen, was sie umsetzen. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass die Grünen eine ideologiegetriebene Politik vorantreiben, die ich so nicht für richtig erachte. Aber welche Koalition am Ende des Tages dann nach der nächsten Nationalratswahl da sein wird, das hat zuerst der Wähler zu entscheiden. Aber mit der FPÖ sehen Sie derzeit Schnittmengen. Es gibt jetzt immerhin in drei Bundesländern eine schwarz-blaue Koalition. Es ist auch Salzburg dazugekommen. Auch Niederösterreich hat im heurigen Jahr eine schwarz-blaue Regierung bekommen. Ist das schon mal, sag ich mal, ein bisschen ein Probelauf für den Bund? Also
man muss dazu sagen, in den Bundesländern hat die Freiheitliche Partei sehr, sehr viele Stimmen dazugewonnen. Das ist nochmal zu akzeptieren. Ich halte viele Aussagen von Vertretern der Freiheitlichen Partei für sehr entbehrlich und sehe viele Dinge genauso kritisch, wie ich es auch bei anderen Parteien kritisch sehe. Aber wir werden sehen, wie der Wähler entscheidet und wie viele Stimmen jede einzelne Partei bekommen wird. Und abschließende Frage noch. Es gab vergangene Woche ein Interview des ehemaligen niederösterreichischen Landeshauptmanns Erwin Pröll, der gemeint hat, Sebastian Kurz sollte sich endgültig von der Bühne verabschieden und aus der Politik zurückziehen. Sehen Sie das auch so? Also ich halte generell nichts davon, wenn man sich gegenseitig ausrichtet, wer sich wo, wie, wo einbringen sollte. Ich glaube, es steht außer Frage, dass wir mit Sebastian Kurz als Volkspartei sehr, sehr große Wahlerfolge feiern konnten und auch ihm und dem damaligen Team viel zu verdanken haben. Und alle anderen Debatten darüber sind, glaube ich, mehr als entbehrlich. Frau Sachsner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann diskutieren hier gleich Josef Czap und Peter Westenthaler bei Wolfgang Fellner, die Kult-Insider am Mittwoch. Natürlich geht es auch heute wieder um die SPÖ und den SPÖ-Parteitag am kommenden Samstag. Wer hat da jetzt die besseren Karten? Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler. Und wie schmutzig ist dieser Wahlkampf, der da derzeit läuft, wirklich? Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.